war wichtig für mich persönlich. Ach, wie süß. Sie setzt sich zu ihm. Ne, das finde ich schön. Das finde ich schön. Nö, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Vater hat doch da Liebe. Hat doch was. So, warte, Kollege, du bist wahrscheinlich ausgezockt. Was machen wir denn jetzt mal mit ihm? Kontakte knüpfen. Chatten mit. Ja, nee, sag einfach mal Chat. Chat ist vollkommen okay. Bleiben die mittlerweile sitzen, wenn der nächste Befehl... Yo, die stehen nicht erst auf und setzen sich dann wieder hin. Cool. Ja, das heißt, es gibt auch jetzt noch Updates, klar. Gut, ist ja auch das aktuellste. Ist ja auch das aktuellste. Nein, ist ja auch das aktuellste Spiel. Von, also Sims jetzt hier, ne? Sims 5 gibt's noch nicht. Da bin ich sehr gespannt, ne? Da bin ich sehr gespannt. Sims 5. Mhm. Wann wurde das nochmal angekündigt? Oder, was heißt angekündigt? Wann wurde... Weiß ich nicht. Bestätigt, dass es in Entwicklung ist. Oh, 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 er muss gleich... Oh, er muss gleich. Gut. Bedürfnistechnisch ist vollkommen okay. Sind denn noch Reste da? Ja, gut. Dann hör auf zu chatten. Auf dem Arbeit gibt es genug Kontakte zum Knüpfen. Wieso Heftklammern? Die du anheftest. So Knüpfen und... Ja, der war schlecht. So, Mädchen. Wo hast du den Teller hingestellt? Was? Die hat den Teller mitgegessen. Das tue nicht mal ich. Aufräumen. Was schleppt die? Wieso schleppt die das denn mit in ihrem Inventar herum? Das vergesse ich doch. Da wächst das Essen doch nur so vor sich hin. Ganz ohne Blumenerde. Das gedeiht doch im Inventar. Stapelweise. So, Spaß. Mädchen, du brauchst ein bisschen Spaß. Ja, dein Zimmer ist auch mehr so eine Abstellkammer, ne? So leid es mir tut. Ah, sie hat einen Spiegel. Warte mal, sie hat einen Spiegel. She have a mirror. Give me a second. Sie ist Köchin. Sie malt! Moment. Sie malt. Und schreibt. Und singt. Stimmt, das Malen und das Singen. Total vergessen. Das Kochen, das war mir noch, das wusste ich noch. Weil sie wird ja irgendwann Hausfrau. Also was heißt? Nein. Nein, das meine ich nicht. Und vor allem klingt das auch schon wieder so abwertend. Nee, an Charisma kann ich mich auch noch erinnern. Fitness? Klar, die Figur muss er halten, aber... Fitness? Echt? Schreiben? Schreiben stört mich ein bisschen. Warum habe ich das gemacht? Das ist doch schon Alex ihr Ding. Ich will nicht so, dass sich die Sachen so doppeln, weißt du? Dann... Ich vergesse ja schon jetzt die Namen. Das ist doch schlimm. Malen. Malen ist eine schöne Aktivität, aber... Kurze Frage. Haben wir die Staffelei? Ist die abhanden gekommen? War die... Wie gesagt, ich habe das Spiel länger nicht gespielt. Es gab sehr viele Updates. Hab auch seit dem letzten Mal installieren und spielen auch wieder ein paar mehr Packs installiert, beziehungsweise gekauft. Es hält sich wirklich in Grenzen. Wirklich. Ich habe bei weitem nicht alles. Bei weitem nicht. Habe ich auch nicht vor. Klar, wäre nice to have, aber irgendwann verlierst du den Überblick. Nee, deswegen kann es sein, dass irgendwelche Objekte halt nicht mehr vorhanden sind. Wurde mir vorhin noch beim Laden des Spiels angezeigt, dass einige Objekte ja nicht mehr vorhanden sein könnten aufgrund von Updates und Packs und hast du nicht gesehen. Ich habe auch nicht alle Packs installiert, die ich gekauft habe, einfach um den Überblick zu behalten. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Was hat sie denn so für Wünsche? Ein Instrument kaufen? Ja, stimmt, es gibt ja auch noch einzelne Instrumente. Stimmt. Wer hat denn nochmal Klavier gespielt? War das Joachim? Also der Vater von... Oh Gott, jetzt hapert's da auch schon. Der Freund, beziehungsweise der Mann von Alex. Oh Gott. Oh Gott, das tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe die Charaktere und Sims eigentlich so lieb gewonnen. Oh Gott, ist das peinlich. Ich komme nicht drauf. Moonless.
Alexander? Hast du das? Alex und Alexander? Ich meine, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Tut mir leid, tut mir echt leid. Das wird dem einen oder anderen das Herz brechen. Vor allem für die Leute, die das Let's Play komplett am Stück gucken. Und ja, das tut mir echt leid. Tut mir wirklich leid. Es ist lange her. Und gerade Charaktere wie Alexander und Alex, gerade die Lightnings, habe ich so lieb gewonnen. Was wollte ich jetzt? Ach ja, das mit dem Klavier, ne? Ja, das Problem ist, wir haben halt kein Geld, ne? Wir haben halt leider kein Geld. Mit Sarah plaudern. Jemanden kennenlernen. Das ist gar nicht so schlecht. Die Sims kommen auf, doch, kommen auf gute Ideen. Wen kennt sie denn? Summer Holiday. Die sieht ganz nett aus, aber wäre auch die erste, die sich umdrehen würde im Club und sagen würde, die hat die gebumst, und den hat sie auch gebumst, und den hat sie auch abgeleckt. Wer ist das denn? Vivian Lewis. Leo. Okay. Ja, also Kontakte technisch ist schwierig. Ist schwierig. Pass auf. Macht ihr das, wie sagt man, Reden üben, also Charisma-Level aufbauen? Macht dir das Spaß? Ist das was? Also, ihr macht das. Nee, anscheinend nicht, ne? Punky Steve. Yams, yams? Nee, es macht gar nichts. Wisu. Beime Es senkt sozial, es senkt sogar den Sozialwert. Das sagt ja schon alles. Och, Level 2. Das ging aber schnell. Was ist denn. Die Mütze. Wieso? Oh Gott. So, wenn sie gleich at home kommt. Um 15 Uhr kommen die Kinder, ne? Die Kinder. Die Jungs. Wir sagen die Jungs. Och, die tut mir so leid. Blasenentzündung. Es ist ungesund, so oft seine Blase zu unterdrücken. Ach, deswegen. Sarah, sorry. Sarah hat sich eine Blasenentzündung eingefangen. Dieser Sim muss die Toilette vielleicht öfters als sonst benutzen. Ganz ehrlich, finde ich total geil, dass es das gibt, weil es ist absolut realistisch. Schade für den Sim, keine Frage. Aber ich finde es so cool. Ich mag die Mod. Steht hier, welche Mod das wegen Leben. Okay. Ich kann euch. Ich weiß nicht, habe ich irgendwo eine Liste von allen Mods? Ja, Menü. Im Menü. Menü. Ja, Menü. Ja, Chicken McNuggets. Ne? Cheeseburger, Chili Chili. Wangle Fruit Dupes. Nee, was wollte ich? Warte mal. Bamboo. Wenn sie gleich at home kommt, back at home, Galbalanji. dann ist das Erste, was sie macht, sich erstmal was zu essen. Balanchimus. Reste nehmen. So, und da kommt sie als Erstes. Sie kommt, ne, 15 Uhr, genau wie die Kinder. Oh, die Kinder haben doch auch Hunger, wenn sie von der Schule kommen. Alter! Kollege, du gehst erstmal, du. Die haben keine Wanne? Was ist denn das für ein Haushalt? Es ist ja schlimmer wie bei den Schlümpels. Sogar die haben eine Wanne. Nachdenklich duschen? Erfrischen und duschen, Energie geladen. Nachdenklich, was macht das? Inspiration. Inspiration, das kann man mal machen. Was ist das denn hier? Unsicher. Okay, ja, und er stinkt halt aus allen Nähten. Tut mir leid. Es tut mir echt leid. So, pass auf. Oh, sie ist angespannt. Ja, das tut mir leid. Aber, Mädchen, es tut mir sorry. Kann ich. Wo kann ich öffnen? Wo ging das? Öffnen. Zwei übrig. Sechs übrig. Ich dachte, sie muss kochen. Mädchen, du musst kochen! Es ist noch genug da. Spaß. Was hat. Guck mal, hier erstmal aufräumen. Den kleinen Jungs hinterherräumen. Ja, es tut mir leid. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Das ist vom Vater. Das ist vom Vater. Sie brauchen ein bisschen Unterhaltung. Jetzt ist die Frage. Wir haben ja gesehen, sie schreibt auch. Malt und singt. Jetzt ist das Ding. Sie ist Singen Level 3, kurz vor Level 4. Das Singen müsste ihr doch Spaß machen. Oder nicht? Ich mal, oder? Sing ihm. Gib ihm. Jo, tatsächlich.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ach, warum denn? Ach, weil wenig Zeit mit Sims. Ach so, sie ist einsam einfach nur. Hat sie nicht eine BFF? Nee, sie hat halt wirklich niemanden, ne? Das kann doch nicht sein. Das ist so traurig. Level 4, schön. Sie hat keine beste Freundin. Damals steht die da seit... Ja. Wie weit kann ich eigentlich... Ich guck mich mal ein bisschen um, ne? Wen haben wir denn hier? Ich frag mich immer noch, woher die ganzen Sims kommen. Ich habe eigentlich alle rausgeworfen. Hier wohnen die Lightnings, ne? Residenz besuchen. Haushalt aus der Galerie einziehen lassen. Was passiert denn, wenn du da aus Versehen drauf kommst? Bist du dann den Haushalt los? Alles weg? Was? Soll Tommy die Klassenkameradin Olivia zu sich einladen? Die stinken beide aus der Hölle. Lass das lieber. Glaub mal, das meine ich nicht böse, das ist besser für dich, Olivia. So, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Was? Fabian Steffens? Mit einem Kind? Abhängen? Nein, ich kenne dich nicht. Ja, so viel zum Thema, er der Schlaue, er der Hübsche. Oder Hübsche, Beliebte, der Coole. Befördert zu Agenten Vorgesetzte. Oha! Die macht's richtig im Leben. Sarah wurde befördert und ist jetzt Agenten ja. Sie verdient jetzt, wow, 2 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 21 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten, 384 Simoleons, das geht direkt drauf für die Rechnung. Das kann sie gleich mal als nächstes machen. Rechnung, Alter, ist das teuer. Arbeitsplatz, Kampf gegen das Böse. Okay. Interaktion, beruhigender Handschlag. Beruhigender Handschlag. Ja, hi, guten Tag. Ihre nächste Schicht beginnt um 8 Uhr. Morgens am Dienstag. Es ist, wow. 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 Ja. Ich muss mich um die Blagen kümmern. So, er stinkt aus aller Hölle, deswegen geht er auch duschen. Ihm geht's nicht anders. Aber er kann sich erstmal was essen. Hallo? Gute Noten. Gute Noten, 2er Grundschüler. Die gehen in eine Grundschule? Ja, stimmt, sind Kinder, klar. Hat sie gerade das Essen in den Briefkasten gesteckt? So, Mädchen, du ziehst dich jetzt mal an. Ist doch so kein Vorbild. Über Akne beschweren. Beleidigen? Nein, jetzt hör auf. Versuche, Geld zu stehlen? Vom eigenen kleinen Bruder? Ja, komm in meine Arme, du Stinker. Über Eltern. Über Eltern beschweren, ja. Lieblingsband. Was würde den denn mal interessieren? Lustig. Parodieren. Parodien. Gnadenlos ärgern. Das ist doch nicht lustig. Das ist eher gemein. Unfug. Was ist das denn hier? A Size of Life, ne? Einstellungen. Persönlichkeitsmodifikator. Was? Oh Gott. Ich weiß, das ist eine Mod, ne? Nicht falsch verstehen. Über Obstkuchen beschweren? Wichtige Lektion. Was mit Rezo? Der streamt jetzt, habe ich gehört. Und zwar auch noch gut. Also, unterhaltsam.
So, ah ja, Hausaufgaben. Gott, du Gott, du Gott. Verdorbenes Essen, ja. Mutter, das verdorbene Essen. Zum dritten Mal, glaube ich. Es war doch noch genug da. Es war doch... 6 übrig, die kann man doch essen. Oh mal hier, ein Kollege. Da, warum kann er das nicht essen? Wieso wird mit Reste essen? Wieso? Ja. Ja, quatsch nicht, Mädchen. Der muss jetzt mal duschen. Timmy und Vanessa sind soeben gute Freunde geworden. Das ist doch schön. Schön. So, tu was für deinen Sozialwert. Die Mutter hilft dir gleich bei den Hausaufgaben. Wie ist das denn jetzt, wenn die Mutter reingeht? Wie ist das denn, in was für einer Beziehung sind die denn? Ich meine, er ist doch noch klein. Also klar, gerade mit Pubertät und so. Das ist, wieso, ich verstehe das, wie, was? Das ist sein Sohn, den hast du aus deiner Vagina gepresst. Warum ist dir das denn unangenehm? Natürlich, und das andere Blag zerstört das Waschbecken. Ersetzen, vergiss es. Wer ist denn hier der Geschicklichkeitsguru im Haus? Klar, der Mann. Nee, die Frau. Ha, die Frau. Das ist ein Tag, du. Das ist ja, das geht ja gut los hier, ne? Wie lange muss er denn? 9, ich erinnere mich. Wenn du nachher nach Hause kommst, ist egal, was passiert. Geh einfach duschen. Ist vollkommen okay. So, du kannst. Also 5 Sims ist auch eine Herausforderung. Also es geht. Ich habe ja schon ein paar Jahre Erfahrung, so ist es nicht. Wenn du jetzt Anfänger wärst zu dem Spiel, dann wär's was anderes. Was wollte ich jetzt? So, Kollege, du kannst. Wie sieht das denn hier aus? Ich meine, das sind Zwillinge. Gucken die sich da was ab? Ich meine, das sind Zwillinge. Müsste der Johannes nicht gleich lang sein? Also, ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Hausaufgaben. Gitarre. Wunderkind. Ja, entschuldige bitte, Geige. Formen. Hergestellt von Tommy. Kunststilformen. Woher hat der die? Der macht jetzt mal seine Hausaufgaben. So, hat jeder was zu tun? Nee. Hat sie denn Hausaufgaben, sag mal? Ja, hat sie, aber sie hat sie gemacht. Billiglimonade. Von Tommy? Der musste für sie an den Kühlschrank... Was ist das für eine Family hier? Also manchmal ist mir suspekt. Ja, ich weiß, dass du pissen musst. Ich verstehe es aber nicht. Es ist dein Sohn. Ach so, hier, du solltest. Oh yeah, baby. Wie lange duscht der? Ja gut, der stinkt ja auch bis zu allen Nähten, ne? Was, schon fertig? Da war nur noch ein so ein Piepsfutz drin. Ja, natürlich. Natürlich. Aber sie geht einfach raus. Das ist interessant. Sie beschwert sich nicht und unterbricht die Aktion. Sie geht einfach raus. Die Schwester ist reifer als die Mutter. Muss ich das verstehen? Ja, weil sie weiß, wie sie... Ja, weil sie weiß, wie... Ach so. Ja, nein, ich hab nichts gesagt. Guck mal, da ist der Drilling. Guck mal, der sieht... Guck mal hier, der sieht doch von hier aus wie... aus wie ein Drilling. Okay, jetzt von vorne vielleicht nicht, aber... Von hinten sehen die Menschen meistens eh besser aus. Vor allem nackt. Habe ich mir sagen lassen. So, jetzt ist die Frage, was will sie jetzt? Nein. Mensch, geht doch einfach da raus. Warum? Hat sie jetzt was gesehen? Es ist... Ey, das mit dem Duschen, ne? Das ist eine Family. Jeder hat sie schon mal nackt gesehen. Was ist denn das für ein Kindervorbild? Was ist denn dieses Spiel bitte für ein Kindervorbild, dass man die sich nicht nackt sehen darf? Das ist doch das Normalste der Welt. Also, entschuldigt, aber... Muss ich nicht verstehen. Guck mal, die hat richtige Midlife-Crisis. Musst dringend pieseln. Ja, ich weiß. Aber dein Sohn ist halt einfach sauber. Komm, raus da jetzt, Kollege.
Setz dich dahin. Faules Nickerchen. Der ist auch noch faul?